Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geknallt? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geknallt? Hier ist die Kokosnuss, hier ist die Kokosnuss. Ja, ich hab sie geklaut. Ich hab sie geklaut. Baut-Mimmel hat gerade 3 Monate Stufe 1 abonniert.
Wow. Ich muss mal gucken, ich glaube, hier wird gerade gebohrt. Ich hoffe, das stört gleich nicht. Wenn ja, dann ist dumm gelaufen jetzt, aber. Ah, noch ist das relativ leise. Naja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, okay, noch hört man das. Oh, jetzt ein bisschen. Naja, okay. Scheiß auf den Bohrer. Ich hoffe, das wird nicht lauter. Ja, wird schon. Schön, dass ihr da seid. Oh, ein bisschen hört man es, glaube ich. Jotze, ich grüße dich, JB. Miau, miau, Hallöchen, Alice, hello. Mimi, ich danke dir für 3 Monate. Wie lieb von dir. Weißt du? Herze zurück. Oh, jetzt hört man es wirklich. Mimiko, wie geht's dir? Ach, scheiße. Egal, ich, hoffe, das hört wieder auf oder so. Egal, ich wollte eh nochmal reingucken, 1-2 Stündchen. Wo müssen die denn genau jetzt bohren? Man hat es nicht leicht manchmal. Mir geht's super duper. Super geht's mir wirklich. Top. Ey, wann kommt der Aufbau? Was haben wir dabei? Aha. Lasst euch nicht von dem Bohrer stören, falls ihr den hört. Wird schon. Es wird. So. Ey, der Police liebe, ne? Ist schon geil, ey. Kacke. Wir brauchen endlich mal Infos über diese Halloween-Party. Was ist das Scheiße alles? Alice Taxi. Ich liebe das, wenn Alice Taxi schon wieder überhaupt nicht läuft, die Scheiße. Das haben die jetzt hier angepinnt. Mehr Infos morgen. Toll. Toll. Ah, mehr Infos morgen. Die Infos habe ich aber nicht. Wunderbar. Finde ich toll, nicht super. Wenn man über die eigene Party nicht Bescheid weiß. Ich muss das mal kurz durchchecken. Na, viel werden wir da jetzt auch nicht rausfinden, ne?
Kontrolliert werden alle, bis auf Mitarbeiter, die auf das Gelände wollen. Nur Waffen. Auf Waffen. Ich kann aber nicht lesen. Ja, okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir jetzt einen sporadischen Post. Die LS-Taxi Halloween Party am 30. 10. um 21 Uhr mit Liefermusik. Mit bitte keine Waffen mitbringen. Essen und Trinken gibt's vor Ort. Liefmusik und viel mehr. Es wird toll, kommt vorbei. Eintritt frei. Anni, bei dem geht's ja. Irgendwie so. Hashtag Events. Hashtag Halloween. Und Tardis Cake Salou. Okay, dann schreiben wir das dem Kashi. Nimm mal bitte den neuesten Post als Werbung. Danke, Helge. Der wird das schon verstehen, hoffentlich. Ja, gönn dir die Pause, ne? Natürlich. Also ich hoffe, das verstanden. Bei mir ist alles schick. Alles super. Alles cool, alles bestens. Geil, ist wieder eine Uhrzeit, da ist eh niemand da, ne? Geil. Da freue ich mich aber auch gerade. Boah, nice. Wow. Ey, geil. Stadtpark voll, sag ich euch. Und schon gibt es da, das war schon mal gut. Schön, super, klasse. Können auch wieder gehen. Können wir jetzt auch wieder gehen hier. Hey. Ich sag gerade, da steht jemand. Aber nee. Hey, diese Werbung da oben. Hey, Lu.
Lukas, wie geht's dir? Wie geht's denn dir? Lass doch mal wieder irgendwas spielen, weißt du? Ist doch schon wieder alles scheiße hier. Was ist das für ein Sportwagen, ne? War bis heute Morgen wach, warum das denn? Also ich auch, aber warum denn? Weißt du? Bei mir ist alles super. Alles supi. Alles ganz toll. Hier ist auch niemand. Nee, niemand. Gar niemand. Gar niemand. Oh, Lukas, das geht nicht. Also das könnte ich nicht. Taxifunk haben wir, ja. Haben wir. Check. Weißt du? Haben wir, benutzen wir nicht viel eigentlich. Aber ist manchmal ganz nützlich. Das ist ganz cool, bis DS dann abstürzt. Dann ist es nicht mehr so cool. Wollen wir noch was Butschi ziehen? Wie wär's? Naja, irgendwas wird es ja schon geben, weißt du? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, das ist nicht das Problem. Aber... ja, frag mich doch auch nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Spannend. Wow, wir haben noch keinen gesehen. Das ist so... wow, Rekord. Ja, das kann ich nicht spielen, ne? Also, It Takes Two spiele ich gerne. Aber das nicht. It Takes Two. Boah, darauf habe ich wohl Bock wieder. So ein schönes Spiel. Hier ist wirklich niemand. Wie viel Uhr haben wir? Was ist heute? Donnerstag? Okay. Spannend. Super spannend, würde ich sagen. Genau, das habe ich gebraucht. Super.
können die Kürbisse von da oben mal wieder runter stellen. Schütze, okay. Warum sind eigentlich Rucksäcke drin? Da fühle ich nicht. Wir machen das ganz anders. Das fühle ich aber nicht, dass da Rucksäcke drin sind. Na scheiße, leck mich. Warte, ist der voll? Ja. Kürbis. Geil. Schön in den Rucksack reingestopft. Nice. Kleiner Kürbis. Und runter langsam. Mhm. Na so. Ja, warte doch mal. Die Frage ist, ob man da jetzt überhaupt irgendwas hinstellt. Ich stelle da gar nichts mehr hin jetzt. Leck mich. Lass mich in Ruhe. Gar nichts wird hier hingestellt. Die können wir doch reinstellen einfach. Boah, das ist doch nice. Mit den Fliegen auch. Boah, der leuchtet aber ein bisschen. Hier drin leuchten die ja voll. Lol. Spannend ist es. Auf den Kopierer. Eurotruck. Müssen wir spielen. So ist es. Milalelalö. Mann, mit den Fliegen da. Eurotruck müssen wir auf jeden Fall mal machen. Das sollte auch einfach chillig, ne? Ausflipper. Kann man das zu zweit spielen? Oh. Oh, der Weihnachtsbaum. Warum sind denn hier so viele Rucksacks drin, ne? Krankmeldungen, Cooks. Cooks. Ey, leck mich doch. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ist halt jetzt unser Rucksack. Ja, wir haben ja keine Waffen mehr, nichts, ne? Gar nichts mehr. Das Taxi safe. Kleine Euro, nehmen wir mit. Ja, richtig geil. Raus.
Leandro, wie geht's dir? Also erschreckt euch gleich nicht, bitte. Wir müssen kurz ein bisschen Cox nehmen. Scheiße. Jetzt können wir fahren eigentlich. Wo ist denn das Taxi? Achso. Bitte nicht erschrecken jetzt. Bitte nicht erschrecken. Ja, mir geht's sehr gut. Ah! Ich hab mich erschrocken. Ach du Scheiße, das... Ich sehe nichts. Oh Junge, meine Augen. Alter, ist das... Übertrieben. Boah, nee. Ich kann nicht. Ich glaube, meine Grafikkarte ist kaputt. Hä? Hilfe. Nami stirbt gerade. Oh, ich sehe nichts, ne? Ich sehe halt nichts. Na, ja, finde ich ganz nice. Haben wir Geld dabei eigentlich? Ein bisschen. Ein bisschen. Oh Junge. Entschuldigung sehr. Ey, wann können wir den Kredit bezahlen? Heute Nacht, weißt du? Ey, wie viel Scheißkredit haben wir eigentlich noch übrig? Das ist doch die Frage. Ja, ich auch. Also nicht so übertrieben, aber ich mag das Bläuliche einfach sehr. Das ist auch so mein Lieblingsfilter. Ist schon geil. Ist gerade auch ein bisschen anstrengend. Joa. Boah, hoffentlich geht das wieder weg. Mir wird schlecht. Boah, Junge, das fliegt ja. Ich war es nicht. Hallo Napier. Was wollte ich eigentlich? Achso. Achso, die Bank hat eh zu allgemein, oder? Ich check doch da nicht durch mit irgendwelchen... Oh, da liegen ein paar Blumen.
Nee, stört sich normal, ne? Man merkt es vielleicht nicht, weil ich ziemlich beschissen fahre, aber stört sich normal. Ja, komm, als ob wir niemanden treffen. Damals war alles anders. Damals hätten wir jetzt jemanden getroffen. Nee, mach mal, ich habe gerade Döner gegessen. Ich bereue das noch nicht. Na, vielleicht kommt's noch. Gestern Magenschmerzen, heute Döner. Ja. So, kleines Tutorial. Hier dürfen wir leider nicht vorbeifahren. Ich mach's aber trotzdem. Ich esse niemand. Ey, wir haben wirklich noch keinen einzigen Mensch gesehen. Das kann nicht sein. Stopp jetzt, das kann nicht sein. Jetzt warte doch mal. Wo chillt man denn mittlerweile rum? Strand? LSPDI Gangcrash. Super. Danke für nix. Ja, kein Problem. Gar kein Problem. Kleiner Crash. Wo Dings ist? Streamt Kommandos oder was? Okay. Wehe, der ruft uns nicht an, der Schlinge. Wehe, der ruft uns nicht an. Dann haben wir keine Pay. Ja. Dings. Lamiert Koks genommen. So. Lamiert Koks genommen, das geht aber wieder weg. Hoffentlich bald. Hoffentlich. In Warteschlange. Und das ist eine Fake-Warteschlange. Das sage ich euch. Hey, niemand hat angerufen. Wo ist das Taxi? Stopp. Die Frage ist, wo sind wir denn hergekommen?
Ah, oh Mann, ich weiß es doch nicht. Erstmal auf der Straße laufen. Hier unten. Ah, ah. Scheiße, das wollte ich nicht. Ich glaube eher in die Richtung geht's heute. Es sind wir nicht hinten gecrashed? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir lang gefahren sind. Kann mir das jemand sagen? Das ist ja kein, kein Meter oder sonstiges. Es geht ja nur um einen Game Crash hier. Aber wir kamen, glaube ich, von hier, oder nicht? Hey! Hier wird schon. Hab selber nicht aufgepasst. Sehr gut, sehr gut. Mach gerade eine Küche. Jetzt kommen die Ausreden. Nein, wir sind da vorne gecrashed, oder? Ja, ja, und dann steht das jetzt da vorne. Ja, 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 klar. Ja, ja, ganz klar. Jetzt steht's hier, guck. Hä? Aber wo denn dann? Warte, sind wir in einer anderen Dimension? Oh, nee. Ja, leck mich doch am Arsch, wirklich. Wir machen RP draus. Ja, yeah, wer? Hallöchen Lami, sag ich. Woher kennen Sie mich? Ja, ich bin Karma, du Depp. Achso, kannst du mich... Stadtpark abholen. Was ist kaputt? Stadtpark, Dings abholen, Taxi. Bitte, ja, mich. Ja, an der Kioskseite? Ja, schon. Jo, okay, bis gleich. Bis gleich. Hallöchen Lami. Schön, dass wir das Schneidebrett auch noch dabei haben. Hat jemand Angst vor Spinnen? Boah, das ist schon widerlich. Ähnlichkeit mit Angel. Es ist mein Taxi. Nee, es ist meins, hab ich bestellt. Echt? Nö. Nein. Bis gleich. Okay. Wo darfst du denn hingehen? Weiß nicht, wo ist mein Taxi? Ich weiß es nicht, wo ist dein Taxi? Weiß es nicht, guck mal Richtung altem MD. Wo ist das? Rechts. Also ich musste gerade dringend pissen und ich habe vergessen, wo habe ich geparkt. Ach so, das ist ungünstig. Ja, aber ich frage mich gerade ehrlich, ja. Bist du... Hä, wo ist das denn? Wo hast du zuletzt denn abgestellt? Na, hier irgendwo. Hier irgendwo ist gut. Ja, kann auch bei Downtown Cap sein. Fall. So bei Downtown Cap? Nee, ich bin halt so da oben rumgefahren, ne? Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht auch auf eurem Hof, nein, Schwarz. Das wäre irgendwie witzig. Naja. Ach, mir ist das egal. Ja, mir auch. Findet ihr, finde ich gar nicht. Kacke, wo? Mm.
Wer ruft denn jetzt an? Weiß ich nicht. Hallöchen. Ja, Labi. Ja, was machst du, geil? Ja, was machst du? Taxi suchen. Taxi suchen? Am Stadtpark habe ich gerade eins stehen sehen. Wie am Stadtpark? Von Downtown Cap oder von Dings? Ja, von uns. Suchst du Taxis von Downtown Cap? Nein, aber das. Wie? Was ja, das war stand, gerade am Stadtpark? Dann ja, geh ja, mal das stand da. Versuch's dann ist der Kopf. Ich bin ein bisschen an der Seite gefahren, stand ein bisschen auf der Straße. Oh nee, okay, dann fahr mich wieder Stadtpark, bitte. Nee. Hey, wo bist du? Gleich Stadtpark. Wir holen dich ab. Oh, bis gleich. Bis gleich. Ach kacke, der Dunham hat's wohl gefunden. Steht Wolf. Am Stadtpark. Ja Mensch. Hab ich doch gesehen. Ja klar, ich auch. Ja, das erklärt einiges vielleicht. Müssen wir die Konkurrenz abchecken, gibt's doch zu. Ja, mach ich aber gerne. Ja, ich hab damit kein Problem, solange ich mein Geld krieg. Nee, das kriegst du nicht, das kannst du vergessen. Das ist jetzt nicht cool, Lami. Ja, ich weiß. Irgendwann werde ich auch bei euch arbeiten. Das wäre irgendwie witzig. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Na, warum nicht? Was ist, wenn Alice Taxi Ende ist? Ja, weiß ich nicht, aber es gibt ja irgendwie immer so viel zu schnelles Taxi in Downtown Cap. Ja, manchmal. Warum eigentlich? Weiß ich doch nicht. Ja. War das schon immer so? Ist doch eigentlich scheißegal, oder? Ja. Ich finde euch toll. Dankeschön. Wo am Stadtpark denn? Weiß ich nicht. Hä? Wir fahren einfach mal einmal rum. Willst du mich verarschen? Hier ist immer noch kein Taxi. Ja, sonst ruf ihn mal an. Ah, da und vorne. Also... Ja. Ah. Aber da habe ich vorhin geguckt. Naja, noch. Gut. Aber warum wird jetzt gebohrt? Einmal $16, bitte. Ja. Yeah. Bitte. Ui, danke schön. Ciao. Dann einen schönen Tag noch. Warum kommen die denn jetzt auch mit dem Taxi? Runde! Ja, scheiße, was mach ich? Muss ja. Ja, hier, bitteschön. Chef, Sie sind bei Ihrem Taxi. Ja, geil. Steht das die ganze Zeit schon? Ja. Ah, witzig. Ich bin verwirrt. Bitte fahr mich um. Kann ja auch mal nennen, der geht aber auch kein Meter an die Seite, ne? Lebensmüde. Hallo? Ja, es reicht und Lucky Seven sind jetzt im Dienst. Wie heißt dein Spitzname? Pinguin. Lucky Seven. Ah, nee, Pinguin war das nicht Lucky Seven. Pinguin. Warum nehmen wir nicht eigentlich die wirklichen Taxinummern so? Stimmt, das wäre was, ne? Warum reden wir eigentlich über Funk? Was soll das? Ja, was macht ihr denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Was machst du denn jetzt? Weiß ich doch nicht. Ist viel los in der Leitstelle. Ja, das glaube ich. Das ist immer so nachmittags. Das ist richtig Action. Du weißt ja, wie das ist. Ja, aber so viel habe ich wirklich nicht erwartet. Wirklich jetzt? Nee. Ja, siehste? Nichts. Gut. Ja, was machen wir denn? Ja, mal gucken. Hat ja auch nichts offen. Wunderbar. Gut. Bleiben wir einfach jetzt hier stehen und ja, quatschen so aus dem Fenster raus. Ja, lass wenigstens mal zum Stadtpark fahren. Das können wir. Gut, sind da. Mensch. Mensch. Clown gefrühstückt. Das
Das sollte so wie in so einem Film aussehen. Sah es aber nicht. So ist es, ne? Wie geht's dir, Labi? Ja, ganz gut. Was gibt's denn so Neues und so? Oh, nicht viel. Nicht viel. Wer ist denn das? Scarlet Meadows. Okay. Ne, keine Ahnung. Also. So, Dings-Party, Halloween-Party am 30. ne? Mhm. Wer kommt das Gruselkabinett oder wird irgendwas kommt da? Ja, das auch, ja. Alles kommt da. Alles kommt da, das ist sehr schön. Wann geht's los? 21 Uhr. Ja. Cool. Und mit morgen weißt du noch. Morgen? Wo wir morgen Abend hinwollen? Ich dachte, Samstag. Was ist das? Ja, Samstag heute ist. Übermorgen ist das. Hast du recht, ne? Ich verwirre mich nicht. Scheiße, ich war selbst verwirrt. Ich dachte gerade, es ist Freitag. Ja, nee, das weiß ich noch. Aber Samstag, ne? Samstag, 20 Uhr. Ich glaube, ja. Ich vergesse das schon nicht. Gerne so. Nein, ich weiß, aber Lami hat es vergessen. Und ich habe ihm gesagt, morgen ist das. Mir ging es nur um den Tag, der falsch war bei dir im Kopf. Da ist einiges falsch letzter Zeit. Boah, bei mir auch. Ja, bei dir schon immer. Ja, aber noch mehr. Gut. Das kostet übrigens $150, ne? Ja. Wollte ich nur mal so gesagt haben, die muss ich innerhalb von 24 Stunden überweisen. Ich leg das vor und dann hole ich das von den Leuten wieder. Ja, klar. Mit Zinsen. Mit Zinsen. Ja, wer ist dabei? Charlie, Becker, du, Harper, Nick Stone, ich weiß nicht, ob du den kennst, und ich. Ja, geil. Sollten wir wohl dengeln, oder? Mit 6 Leuten? Gut. Ja, das machen wir schon. Wunderbar. Ich liebe es immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und dann gucken die auf ihr Handy und dann... Na, ich war gerade so verwundert von dieser Karte hier, von Creepy Town. Können wir eigentlich rein? Meinst du, wir können da einbrechen jetzt und mal gucken? Ja, stimmt. Können wir eigentlich machen. Sollen wir? Ja. Komm, hab ich auch Bock drauf. Hafer, bist du dabei? Mein Girl? Jawohl. So fahr ich eigentlich. Soll ich fahren? Ich hab eigentlich keinen Bock. Ich auch nicht. Aber wo ist das? Na, da bei Dings. Weißt du? Palito, ne? Ja. Was hältst du von dem ganz neuen, von Adam? Adam? Ich frage mich, wer den eingestellt hat, ich kenne den nicht. Ja, das frage ich mich auch. Der ist nämlich so ruhig, der hat ja gestern gar nichts auf die Reihe. Ja, wirklich? Wirklich. Oh Kacke, da muss ich nochmal mehr an den angucken. Wirklich, irgendjemand hat gestern die Ausbildergruppe irgendwas von Adam geschrieben. Ich komm sofort wieder. Was ist? Ja klar. Ich hasse dieses... Beruhig dich erstmal. Manchmal muss man halt pipi, ne? Ja, so ist es. Da musst du mein Gott. Nichts. Wann heiratet ihr? Das ist noch nicht absehbar. Ich glaube, das dauert noch. Seid ihr schon verlobt? Nein, ne? Nee, gar nix. Gar nix. Nee.
Gar nix, ey. Ey, Bohrer. Bitte, lass mal. So wie ich das verstanden habe, Angel ist deine bessere Hälfte. Ja. Okay. Ich kann nicht reden, wenn die da oben bohren. Nee. Oh, jetzt hört man das richtig. Ich kotz gleich. Laura, wie geht's dir? Hör doch auf zu bohren jetzt. Ich schwöre. Bohr zurück. Warum hört man das jetzt so laut? Das kann nicht so laut. Über dir bei Gott, ne? Irgendwann klatsch ich dich. Irgendwann, das ist ja gar nicht, ne? Gut, das ist wie es ist. So, wir sind ja schon fast in Palito. Wunderbar. Moment, ich muss irgendwie. Okay. So, es kann sofort losgehen. Es geht los, festhalten. Bitte alle anschnallen. Wichtig. Na, du selbst auch. Ich bin angeschnallt. Ja, wunderbar. Ich auch. Muss auf Klo. Ist wunderbar, ist es. So langsam ist er, das geht nicht mehr, ne? Das ist ganz, ganz schlimm zu sein. Wenn jetzt noch der Bohrer weg will. Glaubst du, man kommt da oben rein? Na, jetzt mal im Ernst, solange sie pinkeln. Was ist mit Sophie los? Was war da? Hab ich dir doch gesagt. Ja, du hast mir nur irgendwie, keine Ahnung, ist ja, die ist nicht mehr. So. Die hat uns abgeknallt, fertig. Also, ja, aber warum? Aus welchem Grund? Wieso? Die ist gestört. So viel Koks wahrscheinlich. Ich würde ja gern drauf antworten. Wer ist das, Sleepy? Das ist nicht Smiley, oder? Nee. Beide so kurze Namen mit S, wunderbar. Aber irgendwie ähnlich, ja. Ich weiß auch nicht. Nächstes ist dann Sarah. Ja, wir haben hier den Auftragskiller angehetzt. Aufgehetzt. Ich liebe es. Wir können einfach irgendwelche Idioten auf euch geschickt. Sleepy, Sleepy. Auch nie gehört. Die haben das selber rumgeballert, ne? Diese Sleepy und seine Freunde. Es war halt irgendwie so, Sleepy wurde da vor der Zentrale umgeschossen. Mich hat jemand angerufen und hat gesagt, hey, wir waren das, aber sag das nicht weiter und so. Okay. Ich habe zu Sophie aber schon 100 Mal gesagt, sie soll Sleepy nicht vor die Zentrale mitbringen. Und sie hat dann mir immer die Worte umgedreht und irgendwie gesagt, hey, warum darf ich jetzt nicht mehr mit ihm abhängen und dies und das? Weil es anscheinend ein Idiot ist. Richtig. Und ich wusste das. Und ja, dann habe ich ihr halt gesagt, weil ich dachte, ich kann ihr vertrauen, ich weiß, wer das ist, aber ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen. So, sie hat das irgendwie als provozierend aufgefasst und hat das denen erzählt und dann haben die mich bedroht und irgendwann rumgeschossen. Wunderbar. Mich aus dem Rollstuhl getreten. Ja, aus dem Rollstuhl getreten. Und daneben war es dann immer auf die Seite so, wenn sie weiß, jetzt wurde geschossen und so, also wirklich richtig hinterhältig. So richtig ekelhaft. Ist nicht mal dazwischen und irgendwas. Ach Quatsch, die ist zur Seite.
üble Sache. Ja, das müssen Drogenprobleme sein bei der... Hey, da bin ich mal gespannt, was sie von mir will. Was will die von dir? Keine Ahnung, die hat mich angerufen. Oh, nee. Kannst du Bescheid sagen? Wir kommen da drauf aufs Gelände von irgendwo? Mhm. Ne? Warum fahren wir denn dann da hin? Weiß ich nicht, ich will mal gucken. Ja, oder auf Lamis, vielleicht wollen die Lami umbringen. Ach ja, meine liebe Frau, es hapert Dunham, braucht noch ihren Ausweis, Lami. Warum? Ja, weil sie bei uns arbeitet. Nein, das ist schon klar. Ja, warum? Oh, du bist ein Idiot. Nein, warum ist sie kein Arzt zu holen? Also, nee, ich wundere mich gar nicht mehr. Ja, ich, ja. Aber mit dem neuen Co-CEO-Posten hast du alles richtig gemacht. Das finde ich eine gute Sache. Warte, Bora, kurz. Du bist der Einzige, der das sagt. Wirklich? Mhm. Ecker ist das Urgestein noch und nöcher. Ist immer da, ist immer für Alice Taxi da gewesen. Auch. Dich auch. Ja, siehst du. Nee, ich habe gesagt, finde ich auch, aber das auch. Ach so, ja. Wenn das jemand verdient hat, dann sie. Wie geht's, Angel? Bestimmt gut. Ganz klar. Schön. Und Charlie hat jetzt wirklich Eddie geheiratet. Das ist so richtig, richtig fest und so vom Priester, ja, und sowas. Eieieiei. Aber das ist ja schon wieder vorbei, ne? Was ist vorbei? Na, die Liebe. Wie ist schon wieder vorbei? Ja, Eddie hat dann irgendwie gesagt, das war nur ein Scherz oder so. Ja, gut. Ich sag ja, der hat nicht alle auf dem Christbaum. Ja, aber das kann er echt nicht machen. Das ist schon krass. Warst du bei dem Rap-Battle? Zufällig? Nee, also erst, wo es vorbei war. Okay. Mann, ich wäre so gern da gewesen. Ich wäre wirklich richtig gerne da gewesen. Vincent hat sie wieder alle in die Tasche gesteckt, wie ich gehört habe. Wunderbar. Ganz kurz, den ganzen Tag wird hier nicht gebohrt. Warum jetzt? Egal, wir machen einfach mit Bohrer RP. Aber was hältst du von deinem Chef? Oh Gott. Was willst du jetzt hören? Ja, die Wahrheit. Ja, super, gut, freundlich, lustig, so. Aber wie dreist die uns anlügt, Lami? Warum? Hä, warum anlügen? Einer mag Lami, ist schon eine Frechheit. Das stimmt. Kann ich einfach erzählen. Ja, soll ich sagen, ich hasse ihn oder was? Ja, richtig. Die Wahrheit. Ja. Ja, genau. Nee, das ist schon gut. Muss man ja lassen, ne? Nee, wenn ich das so vergleiche mit den Chefs, die ich jetzt hatte, ist schon um einiges besser. Sag ich auch immer. Ja, so ist es. Fahrschule war zum Kotzen, Dynasty war zum Kotzen. Also, ich bin ehrlich. Das glaube ich sofort, ja.
Oh, aber wo deines? Ich muss den Skinner noch zurückrufen. Der hat auch angerufen. Ja, ich auch. Der wollte einen Song machen, schon vor 2 Jahren. Okay. Ich glaube, jetzt so langsam ist es soweit. Oh, krass. Ihr zwei zusammen, oder was? Ja, der braucht irgendwie auch der Hilfe, vielleicht. Oh, cool. Ja, machen wir was zusammen. Hättest du nicht hier hochgemusst jetzt so? Ich weiß doch nicht, wo das ist. Vorsicht, festhalten. Achtung. Und in diesem Kannibalendorf. Gut, ist aber eine falsche Richtung. Links, jetzt. Rechts? Ich weiß nicht, ob du da durchkommst, aber das ist privat, glaube ich. Aber fahr mal da. Nee, so, fahr zurück. Und dann die andere Seite hoch da. Da ging es doch noch irgendwo hoch, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Hier geht's nicht so mehr hoch. Wo sind wir denn? Scheiße, wo sind wir? Okay, dieses Dorf, das war hier oben irgendwo. Hier waren wir mal damals Halloween feiern. Und die Frage ist nur, wie man da fährt. Ja, bestimmt der irgendwie so. Ah, ich weiß es wieder. Ah, ja, hier ist richtig. Genau. Immer weiter. Er will singen. Und jetzt hier hoch, glaube ich. Wo hier rechts? Ich glaube ja. Ja, doch, müsste. Oh mein Gott, wir haben Orientierung. Dieses Horrorkabinett, wo wir da übermorgen sind, dieser Escape Room, der ist an der Maze Bank Arena. Okay. Oh, da brennt schon. Hier siehst du hier. Da ist es schon. Hier geht's los. Hängen die Geister schon in den Bäumen? Hier hängt gar nichts. Was ist hier? Sind wir falsch? Das ist ja gut, da hängen ein paar Geister im Baum und so Lichter und so. Echt? Habe ich nicht gesehen. Oh, da oben ist jemand, glaube ich. Ja gut, wir Wunderbar. Haben ja eine Führung heute. Ja. Wir sollten jemanden abholen, nicht? Genau. Gut. Miss Helen? Ganz schön nebelig. Und hier so. Oh Gott, das ist. Boah, da habe ich aber jetzt schon Bock drauf. Ja. Wow, super. Was hast du vor? Ist so rutschig. Scheiße, wir kommen da nicht wieder raus, wenn wir da bleiben. Ja, raus kommt man immer irgendwie. Aber rein nicht. Sieht schon ziemlich geil aus. Das schwarze Vieh hier. Stell dir vor, das war Alice Taxi. Wow, ja. Was ist denn, Labyrinth oder so? Das eine. Mhm.
Ja, alles, selbst da oben ist alles geschmückt, der ganze Turm hoch. Klaus, ich komm da hoch. Oh. Oh. Au. Ein Buch. Ja, scheiße. Ja, warte mal. Aber du kletterst auf meine Schultern und dann... Ein Buch. Oh, lol. Wild. Das alles zu, hä? Ja, gut. Einen schönen Ausblick hier auf die Berge. Da unten, Habra, da war's. Bitte? Da unten wurde alles fester. Don't cringe. Ich glaube nicht. Nein, das war doch hier, oder nicht? Matthew, also weißt du, das ist in der Richtung, ne? Jetzt doch wieder zurück. Beim letzten Mal war es noch nicht weit genug. Das ist zu weit. Jetzt sind wir zu weit? Ich weiß wieder, ich wollte nur gucken, ob du das auch noch weißt. Ich glaube, von da oben kommt man da rein, oder nicht? Von dem Berg da oben kann man rein. Wenn du so eine kleine Wanderung da machst. Das könnte man. Ja, aber will das schon. Ist ja auch so ein schicken Halloween-Pullover, sehe ich jetzt erst. Ja, der ist nice. Sah ja, so ein bisschen aus wie Hamsters. Der ist ganz weich. Ja, gut, ja. Sind wir hier. So. Haben wir gemacht, haben wir schön. Mal wieder fahren. Es gibt mir auch einfach, weißt du, es gibt mir auch gesagt, dass es keine Läden mehr gibt, wo man am Nachmittag mal hin kann. Irgendwie schön Kuchen essen, Kaffee trinken oder irgendwas. Stimmt. Ne? Alles dicht gemacht. Stimmt. Beziehungsweise dicht gemacht worden. Na stimmt, das ist einfach nichts mehr. Nichts. Gut. Aber irgendeine Idee? Nö. Hab ich nicht, nee. Gut, dann gehen wir jetzt in die Ecke Knutsch und Lami kann nach Hause laufen. Das ist schon in Ordnung. Ah, nee, nicht schon wieder laufen. Dann bringen wir den erst weg und gehen dann knutschen. Ja, da muss ich ja nicht unbedingt dabei sein, alles gut. Finde ich auch. Wenn ich weiß, was man tun soll, einfach knutschen. Komm, ich fahr die Scheiße. Das ist herrlich. Herrlich. Das ist bestimmt so ein Statistending, wo die sich treffen oder so. Ja, kann gut sein. Thank you.
Bist du denn sonst zufrieden, wie alles im Moment läuft mit Alice Taxi? Boah, gar nicht. Gar nicht? Nee. Gut. Gut. Und du? Ja, ich war jetzt ja, ein paar Wochen weg. Ist denn viel anderes passiert als vorher? Ich weiß also nicht, es ist zurzeit irgendwie so komisch, aber vielleicht liegt das auch an von mir. Na, vielleicht denke ich das nur. Es ist alles anders als damals. Ja, das stimmt. Schneid es hier? Was ist das? Was ist mit Harald? Habt ihr noch Kontakt? Nee, gar nicht. Ariane noch bei uns? Ja. Die habe ich auch eigentlich nie gesehen, glaube ich. Nee, Taxifahren nicht, aber sonst sehe ich die manchmal. Okay. Gestern erst. Warum nicht? Aber auch bald wieder offline, so was. Charlie auch im Dienst? Nö, nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Hier keine einzige Fahrt, ne? Nix, es ist nix, Lami. Das hat sich ja wieder gelohnt. Chiara, hallo. Das hat sich ja wieder gelohnt hier. Sag mal, woher sind denn eigentlich die Burger, die im Kühlschrank sind? Deine. Okay. Wegen? Ich finde die gut, ne? Mhm. Hey, dass es den Laden noch gibt, ne? Ich brauche was zu essen langsam. Hast du was? Nee. Irgendwo halten gleich mal. Aber es ist jetzt zur falschen Person rübergerutscht. Was? Hat er sich das gegrippt gerade, ja? Vielleicht. Schweinehund, ne? Ich kann es dir aber auch wieder so, geben. So ist er, der Chef, ne? Zack, wupp. Hey, nicht der Hund. Hast nicht mal gesehen. Lag auf der Mittelkonsole, habe ich nur im Augenschein was gesehen. Warte, ich geb dir das. Wunderbar. Ich würde auch auf dem Highway halten. Naja, ich halte ja nicht. Ich bin geübt. Ja. Und was ist das denn? Der sieht aber auch gut aus. Danke für den Furz, was? Hähnchen. Sonst war es auch wenigstens nachmittags, dass mal hier die Läden auf hatten oder so. Ist auch nicht mehr, oder? Nichts hat so, so ein Tattoo-Laden oder irgendwie hier ein Klamottengeschäft oder so. Ja, wobei, kommt immer drauf an, aber ich weiß auch nicht. Vielleicht, ja, nee, vielleicht auch nicht. Wollte gerade sagen, vielleicht Richtung Winter wieder. Keine Ahnung. Wir könnten mal eben zur Maze Bank Arena fahren und gucken, ob wir das sehen, wo das da ist. Ja, wo ist die da am Flughafen los? Ja, genau. Ja. Wir sollen nämlich 10 Minuten vorher da sein.
wenn wir uns 15 Minuten vorher treffen, dann müssen wir alle wirklich pünktlich sein an der Zentrale. Dann ganz schaffen wir das. Sicher. Auf dich habe ich gewettet, ne? Wie viele Leute sind wir? 6 sind wir. Krass. Mal, was machen jetzt? Ich war ja ganz was, falsch. Was? Nein, du bist richtig. Nee. Oder? Stopp. Doch, jetzt links. Jetzt gleich hier hoch. Ja, stimmt. Nämlich. Eines Tages will ich da drin spielen. Das ist noch ein Traum, den ich habe. Ich habe auf jeder Bühne sonst in diesem Staat gespielt, aber einmal da drin. Oh ja, 10.000 Leuten oder so. Ja, klar. Also, die haben gesagt, wir sollen ja auf einem großen Parkplatz parken. Das ist wahrscheinlich hier direkt vor, oder? Oder hier links. Nee, ich kenne den. Hier oben. Ach, dann ist hier, guck mal, hier, Dann ist das Labyrinth da? Wahrscheinlich, ne? Boah, was siehst du denn? Hinter uns! Ach so. Da ist eine riesen Burg, Lami! Kann ich doch nicht sehen. Na, wollen wir mal reingehen? Das ist ja geil. Das ist richtig gut. Ach ja, und in der Zeit, wo man hier warten muss, wo einem alles erklärt wird, da spielen hier verschiedene DJs und ein Caterer ist da. Die haben schon ein bisschen hier sich um was gekümmert. Das ist ja wirklich geil. Wir gucken mal. Ich hoffe, da ist nicht offen. Was ist das? Das ist für dich, deine Kristallkugel. Was ist das denn? Warum? Willst du sagen, ich bin Esoteriker oder was? Nee, die Hexen haben doch immer sowas. Du bist machen so immer ein Arschgesicht, wirklich. Ich sehe etwas, ich sehe eure Zukunft. Ach, ich sag's dir, wie es ist. Wenn jemand eine Hexe ist, dann du. Die Warze hast du ja schon auf der Nase. Widerlich. Er setzt sich drauf, der knackt die durch und hat die ganzen Scherben im Hintern. Ja, darauf stehe ich aber auch. Was denn? Ist etwas, dass ich witzig bin. Dein Schatten, weißt du? Mein Schatten. Du bist eine Witzfigur, so sieht's aus. Ich dachte, dann am Anfang war das noch Liebe, ne? Jetzt ist ein paar Wochen später, da ist jetzt schon alles im Arsch. So endet es immer. Wir haben doch nicht mal geheiratet. Und eigentlich dürfen wir auch nicht heiraten, weil alle Leute, die auf dieser Insel heiraten, die scheiden sich wieder. Ja, ich trau mich auch nicht. Das ist doch nur ein Mythos. Naja, das ist Erfahrung. Also und, man hat sie jetzt wieder an Charlie und Eddie gesehen. Mhm. Ja, aber das ist ja also das ist ja nicht böse, aber das hat, also ja, egal.
Dann sagt er immer Plus und Plus ist Minus, ne? Ja, wirklich? Aber kaputt und kaputt ist nicht gleich heile. Oh. Habt ihr nicht verstanden? Na gut. Doch, hab ich verstanden. Nee. Okay. Daniel, Andy meine ich aber. Ja, ich weiß, also mit kaputt. Ach so, kaputt dachte, und kaputt ist. Wie so. Bitte? Ach so. Also hier müssen wir dann durch, ja? Ja, wenn offen ist. Wenn offen ist. Bist du so ein guter Rätselfuchs? Nee, gar nicht. Ich auch nicht. Wunderbar. Ich laufe nur mit. Ich glaube, ich muss eine neue suchen. Oha, was soll denn das jetzt? Ja, ich mache das dir nicht zum Spaß. Ich will dir den Rekord brechen. Ja, bitte. Ich zitiere dich mal, Matthew. Ich habe keine Freunde, nur Bekannte. Ja, siehst du? Ich habe auch keine Freunde. Amis hat auch nur einen Chef, ne? Wir kennen uns schon jetzt, boah. Es ist schon eine halbe Ewigkeit, ne? Ja, ist schon... Zwei, drei Jahre? Drei? Ja, knapp drei Jahre. Ist schon sehr lange. Ist schön, dass Alice Moments hier so ein bisschen mit jetzt mit involviert ist in die ganzen Stadtgeschehnisse. Finde ich gut. Das stimmt, und dass die auch so viel jetzt machen, ne? Ja. Toll, toll, toll. Ja, mein Gott, Lami steht auf einem unsichtbaren Gegenstand. Hallo, das muss nochmal gefixt werden, bitte. Lami, Lami. Ja? Yeah. Sag mal, du hast von irgendjemandem gehört, dass Harper sehr gut Klavier spielen kann, ob die nicht mal was am Klavier spielen möchte. Fahren wir mal kurz für einen Song zum Klavier. Kann die spielen? Die kann richtig gut spielen. Okay. Hier liegt der Kürbismatsche rum. Das ist aber kein Klavier. Heute ist auch Tag des Schmeichelns. Wer geht mit mir Klavier spielen? Ich komm mit Klavier, wie kommst du darauf? Ich weiß nicht, ich hab mal gehört, einer von uns drei kann hier Klavier spielen. Matthew. Okay. Echt? Nee, ich kann. Geil, wo hast du das gehört? Naja, vom Geist. Sagen wir mal so, einer von uns dreien kann das nicht. Matthew. Aber. Matthew. Kannst du wirklich spielen? Nee, kann ich nicht. Wirklich? Ja, alle meine Entchen, das war's, ne? Ja, das kann ich auch. Ja, super, zeig mal. Nee. Okay. Oh, wir fahren jetzt mal zum Klavier, ne? Wo ist hier das, der alte schicke Laden da? Welcher? In der Nähe vom alten Krankenhaus, vom Pillbox. Den Laden gibt's noch? Nee, den gibt's ja nicht mehr. Also. Das war eins der schönsten Läden überhaupt hier. Ja, schon, aber... Aber da steht ein Klavier und es ist offen. Hier hinten habe ich mal gewohnt, Matthew, ne? Ja, yeah, bei den Gangsters? Ja, voll drinnen, ne? Voll drinnen, deswegen trägst du diese Hose. Deswegen so steht dir die so gut, weil du ich eigentlich... Eigentlich bin ich auch in der Gang, weißt du? Ja, das glaube ich. Bist ja auch so ein Typ für, aber... Ja, klar, ich meine, ich strahle einfach Boshaftigkeit aus. Natürlich, von oben bis unten. Ja, so ist es. Wenn ich komme, haben alle Angst. Pff, ja. Was denn? Ist doch so. Ja, das glaube ich auch. Warum lachst du jetzt schon wieder nicht, so? Nicht, das sind meine Gedanken, die sind kaputt. Du bist so ein Widerling, schäm dich. Ja, das ist wirklich, dann soll ich mich wirklich fühlen. Buch dir Hilfe, Matthew. Ja, ich brauche sie. So, da sind wir. Elisande, Psychologen, wirklich.
Guck mal, was ich kann. Au! Oh, das ist doch nicht. Guck mal, was ich kann. Gar nichts. Und? Was ist denn? Ich hab wieder Bauchschmerzen, hör auf. Musst du wieder an gestern denken, ja? Oh, gestern war knapp lahm, ich hab mir gestern fast den Schädel eingeschlagen. Wo denn? Am Amphibientheater da, an diesem... Keine Ahnung, wie das da heißt. Der ist voll dagegen gedonnert, er ist das geil. Ich bin gestern Fahrrad gefahren und gegen das Garagentor geknallt. Gut. Es ist einfach richtig schön hier, ne? Mhm. Schön. Ja, also ich bin der Gitarrenspieler. Lami ist der Sänger. Ich mach gar nichts. Und dann haben wir noch einen Klavierspieler in unserem. Ich sehe hier niemanden. Kann jetzt wirklich jemand Klavier spielen oder nicht? Ja, vielleicht. Gucken wir mal. Um Gottes Willen. Matthew, hast du das jetzt erzählt oder wie sieht's aus? Ich, ne. Ich habe keine Ahnung, woher weißt du das? Auf Venture, okay. Das steht doch nicht auf Venture. Ja. Stand da was auf Venture? Keine Ahnung. Ja, was kann die denn anbieten? Ja, das musst du uns sagen. Um Gottes Willen. Eins von den neuen vielleicht? Ja, kann ich machen, ne? Kann ich machen. Aber ein kurzes. Das ist schon ein krasser Scheiß. Alles mal kurz durchgedrückt. Dann ging's von links nach rechts, dann sind die Finger hingeflogen. Das ist echt krass. Wovon ist das? Das ist eine Serie, glaube ich, ne? Eine Serie. Mhm. Wir rufen jetzt an. Jetzt ist es soweit, unsere erste Fahrt. Hallo? Ja, hallo, hier Mesen. Ich bräuchte ein Taxi zu Schumeschen Nord. Zum 24. Alles klar, bis gleich. Danke, tschüss. Schumeschen Nord. Eine Person? Ja, bestimmt. Aber? Hm? Möchtest du fahren? Hm. Mountain Lillow. Wenn es sein muss. Nee, ich fahre natürlich richtig gerne. Ja, gut. Warum ich habe eigentlich gar keinen Bock auf ein Taxi. Ich bin einfach nur da. Aber niemand fährt gerne irgendwie. Oh, ab und zu. Ja, manchmal.
Das ist die erste und die letzte Fahrt. La Puerta Freeway. Das bestimmt. Aber warst du dann gestern dabei, gestern oder vorgestern, wo wir die Lady da hochgebracht haben, zu dem pinken Haus? Mhm. Ich wette jetzt einen Zehner drauf, dass sie das ist. Nee. Okay. Nami wette dagegen, okay. Ja, ich auch. Du auch, okay. Aber ich weiß doch, also, ich weiß ja, wer angerufen hat, so. Ach so, scheiße. Ja, gut, ja, dann kannst du nicht mitwetten. Gut, das war keine Lady. Nee. Gut. Wir müssen danken. Ich mach schnell. Zuvorkommend, Matthew. Ja, so bin ich halt, ne? So ein Typ bin ich. Ja. Fuck! Hä? Ich hab meine Karte reingehalten, so eine Scheiße, ey. Rotze. Ich gönn dir das, Matthew. Ja, dann, wenn er leer ist, sicher. Alles so teuer ist es auch nicht, oder? Ja, wir sind jetzt schon bei 30, 35. Mein Gott. $37.80. Eieiei. Stundenlohn. Ich hasse mein Leben. Ich habe sowieso kein Geld mehr. Warum nicht? Weil ich arm bin. Ich auch. Er war eigentlich ein Witz. Nee, bei mir nicht. Sagen wir mal so, die Lebensunterhaltungskosten sind in den letzten 6, 7 Wochen doch um einiges gestiegen. Boah, Matthew, Alter, ich kaufe das Auto einfach nicht, weißt du? Davon rede ich nicht, ich rede nicht von dem Auto. Das kommt noch oben on top. Ich kauf's nicht. Du hast gesagt, du hast mir das Geld gegeben. Papa, für mich ist Geld so ein Nichts. Ja, man merkt's, ne? Ich mach so gerne Späßchen darüber. Ich klatsch dir eine. Hast du schon, ja. Ich weiß. Hier oben war mein erster Unfall. Im BMX wollte ich da hoch. Hat nicht geklappt. Bei der Brücke. Da war ich 2 Tage auf dieser Insel und dann bin ich gehumpelt. Es war keiner im MD. Dann habe ich irgendwann Polizei gerufen. Ja, wir können Ihnen nicht helfen, sagt er. Das ist ja wunderbar. Ja, legen Sie sich hier auf die Bank und warten, bis jemand kommt. Habe ich gemacht, einen Tag. Ist der gerade da sitzt, oder? Dreh doch mal. So viele Leute wandeln jetzt nicht auf der Straße. Guck mal, der muss auch noch mit dem Krückstock. Harper! Was? Du lässt ihn auch noch über die Straße hier. Der ist an der Krücke, der Arme. Hallöchen. Wunderschöne. Einmal zum MD, bitte. Ist geschlossen, ne? Was ist denn passiert? Autounfall. Ach, okay. Ja. Ja doch, leider schon. Hast du überlebt? Sonst bin ich ein Spiel. Es ist der Geistesherrin. Ich bin froh, dass ich überlebt habe, mein Freund. Mich auch fast gekillt. Ehrlich, du kommst nach Hause, ne? Völlig verletzt und so. Was hast du gemacht? Ich hatte einen Unfall, du Idiot. Gibst du erstmal noch eine? Das ist ganz normal, ja. Der Streit auch danach? Wenn's ihr Auto war, ja. Das ist auch schon, glaube ich. Nee, das war mein Auto. Also unser Auto. Das sag ich immer, unser Auto. Ja, an dem Streit bin ich nicht so ganz unbeteiligt, weil ich ein bisschen zu sehr eifersüchtig bin. Wegen? Kenn ich nicht. Auf wen? Auf so einen Typen von der Arbeit von ihr, mit dem sie sich halt gut versteht und so. Ja. Heißt nicht zufällig Randy oder warte, wie Eve?
Nee. Gut. Einfach haben wir viel wirklich. Ne? Ja, also $500, ne? Dann kann die Sache geklärt werden, Sir. 800. Das fällt auf, wenn er jetzt auf einmal verschwindet. Das fällt ah, auf. Verschwinden tut er nicht, nicht wahr? Aber dann wird er vielleicht auch mal das MD aufsuchen. Wird sich wahrscheinlich auch noch Sorgen um ihn machen. Ah, keine gute Idee. Oh ja, stimmt, wahrscheinlich. Ja, manche Leute, die lehren es halt nicht, ne? Und dann sowas macht man nicht. Man macht sie nicht an eine Frau ran, die vergeben ist. Ja, sie sagt, sie hat mich gestern gefragt, ob ich ihm vertraue. Und da habe ich gesagt, ja, weil ich dir vertraue. Das ist die falsche Antwort, Sir. Nein, ich glaube, es war die richtige. Das heißt immer nein. Ich vertraue ihr zu 100%, also das... Ja, gut. Wer ist denn deine Freundin? Alicia. Bitte? Alicia. Oder Alicia. Naja, die kenne ich. Wer denn? Im Stadtpark habe ich die öfter gesehen. Waren gar nicht so oft beim Stadtpark. Scheiße. Wir waren dreimal mit ihr war ich am ja. Stadtpark. Sehen Sie, und schon ist das mit dem Vertrauen dahin, ne? Nein, war ein Spaß, ich kenne die nicht. Aber ist wieder alles gut gewesen nach dem Streit? Wir haben uns gestern ein bisschen ausgesprochen, der hat gemeint, ich wäre zu eifersüchtig und das darf einfach nicht sein. Ui, ja, das kenne ich aber auch. Ist eine schwere Sache, ne? Ganz, ganz schwierig. Manche Frauen mögen das, weil es zeigt ja auch ein bisschen von Liebe, ne? Dass einem der Partner wichtig ist. Aber manchmal... Zu viel ist es doof, ne? Ich bring alle um, die Harper zu Nike. Die leben was? Ja noch. Ja, noch. Was bekommt ihr denn von mir? $15. Wenn du da Hilfe brauchst, dann ruf mich an. Ich bin da in dem Thema psychologisch bewandert. So, bitteschön, Dankeschön. Bitteschön, ich danke euch, Gelle. Ich wünsche euch noch einen alles schönen klar. Tag. Passt auf euch auf. Geht das oder soll ich noch tragen helfen? Nee, geht alles. Ja, danke gut. Euch. Alles klar. Tschüsschen. Wen möchten die Herrschaften? Ich hatte gestern ein Date mit seiner Freundin. Alicia. Er wusste nicht mal mit I oder mit E. Vielleicht hat sie es ihm nie verraten. Die muss ich aber auch mal kennenlernen. Kanntest du ihn denn irgendwo her? Ja, der hat mal bei Els Taxi gearbeitet. Ach was? Wer ist denn das? Alex Mason. Ach, das war Alex? Mhm. Scheiße, hab ich nicht erkannt, ne? Ja, ich auch nicht. Also nur wegen Handy. Ja. Ah, den achten Moment habe ich doch vorgestern noch mit jemandem drüber gesprochen. Den hast du doch rausgeschmissen. Ja. Weil was war denn da mit dem? Der und seine Freundin, die haben doch beide gearbeitet. Die im Kiosk gearbeitet haben. Ach so. War das denn, hieß sie da schon Alicia? Wer? Dann lügt der Hundesohn ja auch noch. Reimann am Stadtpark. Ja, stimmt. Ja, aber wobei ist seine Freundin? Ich wusste gar nicht, dass er eine Freundin hat. Das ist wer war denn die Lady? Der war doch immer mit so einer pinkhaarigen. Ja, das ist diese Lola, aber ich weiß nicht, ob die zusammen waren. Ah, okay. Die sind dann schon nicht zusammen. Diese Alessia kenne ich nicht. Scheiße, ich gucke auf Wünsche. Mach mal. Was ein schöner Name aber auch. Alessia, ja, das stimmt. Alessia De Franco. De Franco, ja, da hört es dann schon wieder auf. Suche Rucksack. Letztes Mal aktiv, 18.02.2022, das kann die nicht sein. Ey, wie schreibt man die denn? Alessia oder Alessa oder Alicia oder... Ja, das finde ich nicht, keine Ahnung, das
Warte mal, wie hieß der Mason, ne? Du musst das rückwärts machen, also musst du erst bei ihm suchen. Ja. Mason, so da. Alex Mason oder Alex Andrew Mason, ne? Wahrscheinlich der normale Alex Mason. Ich glaube, ja, keine Ahnung. Taucht der? Ja, weiß ich nicht. Ah, hier, Alicia mit Y. Alissa. Alicia. Ach, der Profil kann man nicht sehen. Stell dir mal vor, die heißt gar nicht Alissa, sondern man spricht das Alicia oder so und der weiß das nicht. Ja. Oh, Lorraine Luther. Natürlich, sein Freund. Die hat übrigens Scheiße erzählt, ne? Habe ich gestern erfahren. Wer denn? Hat Harper mir gestern erzählt. Wer denn? Dass Lorraine, also Lori, gesagt hat, ich hätte die betrogen. Boah, keine Ahnung. Das ist schon eine üble Sache. Ach, die erzählen doch alle, was sie wollen, wirklich. Alles ist nervig. Weißt du, die hat mich abserviert, weil sie auf ihr Leben nicht klarkommt? Dann erzählst du so eine Scheiße. Die Leute erzählen immer andere Geschichten. Deswegen hasse ich Menschen wirklich. Es ist so. Hallo, Mama. Mir geht's gut, wie geht's selbst? Bist du eifersüchtig jetzt? Das mag ihn nicht. Ich bin gerade am Arbeiten tatsächlich. So ist es. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das Fahrrad liegt da noch. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Du stehst mal wieder bei Delis. So wie immer. Man kennt's. Ja, ne? Super, können wir auch wieder offline gehen. Was war los die letzten Tage? Wo ist er denn? Er ist bei Delis. Bei Delis, gut. Wir kommen. Ihr könnt im Stadtpark rauslassen. Machen wir. Wir sind unterwegs. Tschüss, Connor, bis gleich. Kannst auch Ladestellen nehmen, Holt. Hast du keinen Bock mehr, ne? Schnauze wieder voll von diesem Mist. Ja, weil hier, guck mal, hier ist mir zu viel los gerade. Ja. Später. Ich mach das. Geil. Denk an Samstag. Bisschen. Ciao, ciao. Mal hab ich schon im MD, nö. Wir haben gekühlt. Ich glaube, da gehen wir auch nicht mehr hin. Warum gehen dem ging es nicht schlecht. Ich habe da nur den Laufstil geändert. Ne? Und da ist eigentlich nicht viel passiert. Ich habe manuell den Laufstil geändert. Wow. Du Arsch, naja, um das kurz auszuspielen. Aber es war doch schon wieder gut. Wer parkt denn immer nach da? Warum ist da offen? Nur der Blinker. Warum hat er sein Glück? Ja. Ja, weiß ja nicht. Manchmal. Er ist ungefähr so geflogen. Yeah. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. Also, was willst du machen, ne? Geht ja nichts. Ich dachte auch, hier ist Halloween-Aufbau heute. Aber auch nicht. Nichts. Werksladen.
Guck mal, das Tor ist eigentlich offen. Naja, Freunde. Was soll ich euch sagen? Trauriger Stream. Ich bin froh, dass Murphy da war. Leute. Hat der Leitstelle genommen? Ich gucke. Yes. Ja, schön. Da kommt man rein und was aus. Ja. Aber ihr seht ja, es bringt ja nicht viel, ne? Oh, ich wusste nicht, dass ich 150 Zuschauer habe. Jetzt fühle ich mich natürlich weiter. Nein. Weißt du? Ich rede euch aber gerne zu Kommandos rüber und lasst Grüße da. Es war dennoch auch ganz cool. Und wir sehen uns ja dann relativ früh wieder, denke ich, so 18, 19. Vielleicht auch 20. Nee, ich glaube, wir machen das schon. Bis später kommt Discord und alles und viel Spaß bei Messiu.